Herzlich willkommen heute zum zweiten Teil beim Birkmann-Test, dem weltweit größten Persönlichkeits- und Potenzialtest, den es gibt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und auch zertifizierter Potenzialberater. Und mit vielen meiner Klienten nutze ich diesen Test für mich selbst natürlich auch und für meine Mitarbeiter, um mich selbst besser kennenzulernen, um zu wissen auch, welche Bedürfnisse vorhanden sind und auch, wo Stärken, Risiken und Stressverhalten lauern. Schauen wir nun heute rein in die zweite Komponente, und zwar wie jemand Beziehungen zu Gruppen gestaltet, was jemand in Gruppen benötigt, um nicht in Stress zu kommen und wie dann schließlich auch das Stressverhalten aussieht. Schauen wir uns die erste Kategorie an. Hier geht es also um das sogenannte Normalverhalten. Das heißt also, wenn jemand am Arbeitsplatz ist, wie kommt er in Gruppen an oder ist der Hähner jemand, der sich gerne zurückzieht? Bei mir beispielsweise ist die Auswertung hier bei 99 Punkten. Hier in der Mitte wäre 50, hier wäre 1 auf der Skala. Und ich bin relativ leicht in Gruppen kennenzulernen und wirke sehr freundlich. Das bedeutet also, ich habe die Fähigkeit, in Gruppen relativ schnell guten Kontakt aufzubauen. Nun, und das Gegenstück sind von den Menschen eher diejenigen, die gut alleine arbeiten. Die sagen, nun, Gruppe ist zwar nett, aber ich setze mich mal lieber in die Ecke oder im Einzelbüro und ich arbeite dort alleine. Die suchen nicht unbedingt den Kontakt in der Gruppe und haben auch nicht die Fähigkeiten, schnell und freundlich dort von der Gruppe, also aus der Gruppensicht, akzeptiert und aufgenommen zu werden. Es gibt dann die Menschen, die haben die Auswertung in der Mitte, natürlich auch die vielen Stationen dazwischen. 50 bedeutet beides. Man kann mit der Gruppe gut, aber man kann auch gut alleine arbeiten. Nun, was ist gut, was ist schlecht, das gibt es beim Birkmann-Test nicht. Es gibt immer die Frage, was kann ich gut und wo setze ich diese Person ein? Klar ist natürlich, wenn du eine Führungskraft werden willst und du für ein Team Verantwortung nimmst, das wächst oder wechselt, nun, da brauchst du natürlich diese Fähigkeiten und kannst diese auch erwerben. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Was ist jetzt, darunter liegt das Bedürfnis? Denn das Bedürfnis hat mit den Stärken nicht besonders viel zu tun. Also bei mir beispielsweise ist es zwar so, dass ich gelernt habe, als Führungskraft in Gruppen anzukommen, akzeptiert zu werden und auch sicherzustellen, dass die Leute mich leicht kennenlernen, weil das die Voraussetzung auch ist, dass die mich als Führungskraft akzeptieren. Aber was noch nicht klar ist, ob das auch mein Bedürfnis ist. Es ist mir also passiert, dass ich von 7 Tagen in der Woche ständig mit Gruppen unterwegs war und jeden Tag Menschen um mich herum hatte. Und ich bin immer mehr in den Stress gekommen. Und einige Stresssymptome sind bei mir, dass ich entweder müde werde oder mich aus Gruppen rausziehe. Das bedeutet also, es gibt beim Bedürfnis auf der einen Seite die Menschen, die brauchen hier viel Zeit alleine oder in einer Kleingruppe. Das bedeutet also für mich, als ich damals meine Zeit verbracht habe, 7 Tage nur in der Gruppe, dann bedeutet das, dass ich zwar sehr gut mit Gruppen kann, aber ich bräuchte die zweite Zeit, und das mache ich jetzt mal hier rot, das muss bei mir beispielsweise die gruppenfreie Zeit sein, wo ich dann entweder ganz alleine zu Hause mich zurückziehe oder beispielsweise mit 1 oder 2 wichtigen Personen zusammen bin, aber keinesfalls mehr. Das ist also, wenn diese Bewertung hier auf der linken Seite liegt, viel Zeit alleine oder in kleinen Gruppen. Nun, und die anderen Menschen, die hier eine Auswertung hier haben, die können beispielsweise in Einzelhaft, also im Einzelbüro, nicht lange gut arbeiten, existieren. Dies ist auch schwer, oder für die ist es auch schwer, sich vorzustellen, sich selbstständig zu machen, den ganzen Tag im Homeoffice zu sitzen. Diese Menschen sind dann gezwungen, irgendwo sich einer Gruppe anzuschließen oder an einen Coworking Space reinzugehen oder irgendwo in einem Team mit anderen Gleichgesinnten zu arbeiten. Diese Menschen brauchen also die Notwendigkeit, sich Teil einer Gruppe zu fühlen. Nun, und du hast vielleicht schon in dich so ein bisschen hineingehorcht, wo du dich siehst. Also entweder ganz extrem links, viel Zeit alleine für dich, vielleicht 50%, oder auf der anderen Seite ein Teil der Gruppe zu sein. Ich kenne Personen, wenn die also irgendwo in ihrem Büro sitzt, eine halbe Stunde, dann verlässt sie das Büro und sucht irgendjemand anders rauf oder zieht sich irgendjemand in ihr Büro hinein, nur damit sie nicht alleine ist. Also hier Teil der Gruppe. Und dann gibt es natürlich die Menschen auch jetzt, die sowohl als auch haben, die brauchen also einen Ausgleich, ein bisschen Zeit alleine, aber auch den Anschluss an eine Gruppe, also sich als Teil der Gruppe zu fühlen. Wenn du das nicht machst, dann passiert Folgendes, dann geht es in der Regel in den Keller. Dann heißt, hier unten kommt dann dein Stressverhalten. Und das kann dir der Birkmann-Test ganz genau sagen, was dein Stressverhalten ist. Die eine Möglichkeit ist nämlich, wenn du zu wenig Zeit hast für dich alleine, das heißt also vielleicht
diese 50-50-Planung, so 50% in Gruppen, 50% alleine, wenn du das bisher nicht umgesetzt hast, was mir ein paar Jahre passiert ist, dann kann es sein, dass du irgendwann für dich selbst und andere überraschend ungeduldig wirst mit Gruppen. Was ich damals gemacht habe, ich habe mich da einmal aus Gruppen rausgezogen. Ich bin zu einer Feier gegangen und habe mich dann erstmal eine Stunde auf Toilette zurückgezogen. Und als ich so fertig war, dann nach einer Stunde, bin ich dann im Schlafzimmer am Schlafen und bin auf dieser Geburtstagsfeier eingeschlafen. Es war aber meine eigene Geburtstagsfeier. Das war mir nach 14 Tagen nur Trainings unterwegs sein und nur in Gruppen unterwegs dann zu viel, auch zu Hause noch auf Menschengruppen zu treffen, obwohl es meine Geburtstagsfeier war. Das heißt, Ungeduld in Gruppenprozessen, Rückzug aus Gruppenprozessen. Man legt von einem Tag auf anderen alle Ämter und Aufgaben nieder, einfach weil verpasst worden ist, genügend Zeit für sich alleine zu haben oder mit ein oder zwei anderen Menschen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, was Menschen machen können, wenn ihnen das Bedürfnis nicht gestillt worden ist, dass sie sich als Teil einer Gruppe fühlen. Dann kann es sein, dass diese Menschen dann der Gruppe zu viel Gewicht geben. Das bedeutet, sie schließen sich irgendeiner Gruppe an. Ja, einer politischen Partei, einer Hells Angels, einem Motorradclub oder Kaninchenzüchter. Oder sie werden irgendwo Mitglied, machen irgendwas mit, damit sie Teil einer Gruppe sein können und geben teilweise ihre persönlichen Rechte und Aspekte ja nicht auf, aber sie geben sehr, sehr viel von ihrer Persönlichkeit und den Grenzen, die man normalerweise wahrt, preis zugunsten der Gruppe. Im schlimmsten Fall machen sie irgendwelche komischen Muttests, um dann zu einer Gruppe sich zugehörig zu fühlen, die auch ihre Gesundheit oder gar das Leben kosten kann. Fazit nun, was kannst du daraus lernen? Du hast bei beiden, und das hier ist so das Wichtigste, was Birkmann uns immer wieder anzeigt, du hast bei beiden Bedürfnissen hast du einen Tank und der Tank sollte möglichst voll sein. Sowohl jetzt hier, wenn dir das wichtig ist, sorge dafür, dass du bei genügend Gruppen Mitglied bist, wo du fest installiert bist. Und wenn du hier dein Bedürfnis hast, dann solltest du auch hier dafür sorgen, dass du voll bist, indem du genügend Ausgleich hast, sprich also genügend Zeit für dich alleine hast, mit vielleicht ein oder zwei Wochenenden im Monat mit der wichtigsten Person für dich. Oder dass du sicherstellst, dass du mindestens ein oder zwei Tage in der Woche nur für dich alleine hast, keine Termine, keine Menschen, am besten mit einem Buch oder Couching sicherstellst oder irgendwo dich in ein Spa-Center zurückziehst, wo du mehr oder weniger alleine bist. Denn wenn du dann eine gewisse Mindestfüllmenge unterschritten hast, du bist also nur noch so voll oder so voll in dem Tank bezüglich deiner Bedürfnisse, nun, dann kannst du hier oben dein Normalverhalten abstellen. Dann bist du nicht mehr leicht und freundlich kennenzulernen. Für dich sind Gruppen dann zum Beispiel ein Ballast oder andere Menschen nur nervig. Und du ziehst dich zurück aus den Gruppen, wo du drin bist. Oder wenn du dich nicht als Teil der Gruppe fühlen kannst, nun, dann kann es sein, dass du dich jeder Gruppe anschließt, was auch gefährlich oder ungesund sein kann. Zusammengefasst also ist der Birkmann-Test einer der besten, der dir zeigt, was deine momentanen Stärken sind. Die hier oben, die kannst du übrigens verändern, von links nach rechts, von rechts nach links oder am flexibelsten in die Mitte bringen, indem du sicherstellst, dass du sowohl alleine als auch in der Gruppe gut arbeiten kannst. Deine Bedürfnisse in der Mitte, nun, die sind relativ fix, die werden sich, wenn überhaupt, nur über Jahrzehnte ändern. Nun sorge also auch hier dafür, dass du bei den Bedürfnissen, dass du das bekommst, was du brauchst und das gestaltest du durch deine Zeitplanung. Mit wem verbringst du wann, wo, wie viel Zeit? Das ist eine reine Managementaufgabe. Nun, wenn das hier unten auftritt, dann mach dir darüber nicht allzu viel Gedanken, sondern akzeptiere einfach, dass das hier Symptome sind. Das sind also nicht deine Stärken, sondern Symptome dafür, dass hier oder dort dir etwas fehlt. Möchtest du den Test gerne machen, dann kannst du gerne über unsere Website gehen, birkmann.info, und kannst dir dort alle Informationen holen über den Test, wie man den macht, was der kostet, wie man den auswertet. Und über birkmann.info kannst du dann auch ein Beratungsgespräch zur Auswertung machen, damit du diesen Test auch optimal verstehst. Nun, warum optimal verstehst? In der Regel bekommst du zwischen 80 bis 100 Seiten über deine Persönlichkeit, über deine Potenziale, über deine Stärken und auch über dein Stressverhalten raus. Und du kriegst so einen Leitfaden für dein Leben. Ich wünsche dir nun viel Erfolg. Du kannst gerne nun einen Termin machen für ein kostenfreies Erstgespräch für die Fragen zum Test. Du kannst aber auch gerne unseren Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen.
Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.